Hallo und ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir blicken jetzt auf die Themen Wirtschaft, Konjunktur und wir möchten das tun. Ich begrüße Thomas Arment von der HSBC. Schönen guten Tag, Herr Arment. Wir schauen erstmal zu Beginn der Sendung zurück. Kleiner Rückblick, der Internationale Währungsfonds, der will den chinesischen Renminbi ja als fünfte Leitwährung jetzt in den internationalen Währungskorb aufnehmen. Was würde dies für den Renminbi bedeuten? Ja, das wäre wohl schon ein wichtiger Schritt hin, um perspektivisch einmal eine der wichtigsten Weltreservewährungen zu sein. Definitiv ein Bedeutungsgewinn und dürfte wahrscheinlich auch zu leichten Kapitalzuflüssen nach China führen, wenn es denn beschlossen und dann umgesetzt wird. Fakt ist, der IWF hat bescheinigt, dass die formalen Kriterien für eine solche Vorgehensweise offensichtlich erfüllt sind. Und IWF-Chefin Lagarde hat das Ganze befürwortet, ebenso wie US-Finanzminister Jack Lew, der gesagt hat, so, wenn das der Fall ist, dass die Kriterien erfüllt sind, dann stellt sich die USA nicht dagegen. Ein ganz wichtiger Faktor in diesem Zusammenhang. Der Beschluss soll noch Ende des Monats gefasst werden. Allerdings, und das ist dann die Einschränkung, es wird nicht sofort umgesetzt, sondern frühestens im Oktober 2016. Das hatte die IWF schon vor einigen Wochen verkündet, damit eben die Vorbereitung der Finanzmärkte laufen kann und auch ausreichend abgeschlossen werden kann, sodass also ab Oktober 2016 die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass der Renminbi als fünfte Währung in den Währungskorb inkludiert wird und damit eben eine der wichtigen Weltreservewährungen wird. Dann wagen wir jetzt einen kleinen Ausblick. In dieser Woche wird das jüngste Sitzungsprotokoll der EZB veröffentlicht. Erwarten Sie hier Einblicke, wie weit die Diskussionen über noch negativere Einlagenzinsen schon waren? Ja, in der Tat, das wird ein wesentlicher Punkt sein. Seit diesem Jahr gibt es ja diese sogenannten Sitzungsprotokolle der EZB, wo nochmal Einblick gegeben wird in die einzelnen Diskussionsprozesse. Und ich denke, zwei Aspekte sind hier wesentlich im Vordergrund. Zum einen die Diskussion über den Grad der Risiken für Konjunktur und Inflation, wie sich dort die einzelnen Währungshüter positioniert haben und wie die Diskussion dort ausgefallen ist. Und eben der zweite Punkt in der Tat, die Frage, welche Handlungsalternativen haben wir denn, wenn wir bewerten, dass die Abwärtsrisiken bestehen für Inflation und Konjunktur? Und wollen wir den Schritt gehen, möglicherweise nochmal die Zinsen zu senken? Denn das hat EZB-Präsident Draghi ja in der Pressekonferenz zur Zinsentscheidung angedeutet, dass man diesmal explizit darüber diskutiert hat, tatsächlich noch einmal den Einlagensatz nach unten zu nehmen. Das war in der Vergangenheit eher ein Tabuthema. Und wir halten es durchaus für realistisch, dass im Dezember ein entsprechender Schritt vollzogen wird. Und der zweite Aspekt ist dann, oder der dritte in dem Fall, wie geht man mit dem Anleihenkaufprogramm um? Hier hat man ja möglicherweise die Stellschraube nochmal zu adjustieren, sei es über die Dauer, sei es über das Volumen oder auch die Zusammensetzung. Da halten wir es am wahrscheinlichsten, dass man den Septembertermin 2016 quasi aufhebt und ein so ja unbefristetes Kaufprogramm ausruft, dass man dann auch bis Ende 2017 noch durchführen kann, im Umfang wie aktuell 60 Milliarden jeden Monat. Das würde heißen, dass wir im kommenden Jahr bis Dezember etwa 720 Milliarden Aufkäufe haben und dasselbe nochmal in 2017. Das ist relativ realistisch aus unserer Sicht für den Dezembertermin. Nicht ausgeschlossen ist darüber hinaus, dass wir im kommenden Jahr möglicherweise nochmal eine Zinssenkung sehen. Wir halten für den Dezember 10 Basispunkte für realistisch beim Einlagensatz, möglicherweise dann im März, wenn noch einmal die Prognosen aktualisiert werden der EZB-Experten, noch einmal 10 Basispunkte. Die FED, die legt ja schon länger Sitzungsprotokolle immer vor und auch das Protokoll der letzten Sitzung wird in dieser Woche veröffentlicht. Könnte es auch hier spannend werden? Ja, hier geht es ja im Gegensatz zur EZB eher darum, wann möglicherweise eine Zinserhöhung im Raum steht. Das hat man schon sehr lange auf der Zeitachse nach hinten verschoben. Jetzt wird es langsam konkret und man hat auf der letzten Sitzung im Statement zur Zinsentscheidung kommuniziert oder nicht mehr so stark betont, dass die globalen Risiken auch für die US-Konjunktur sich negativ auswirken. Das öffnet die Tür für einen entsprechenden Zinserhöhungsschritt im Dezember. Das halten wir auch nach wie vor für realistisch. 25 Basispunkte könnten es werden. Allerdings wird man sich bis dahin noch sehr genau anschauen, bis zum Sitzungstermin am 18. Dezember müsste es sein, wie sich der Arbeitsmarkt, die Preise und die Löhne vor allem auch entwickeln. Zuletzt haben wir ja sehr starke Daten vom Arbeitsmarkt gesehen und auch erstmals seit längerer Zeit einen etwas kräftigeren Lohnanstieg. Und sollten die Währungshüter zu der Einschätzung kommen, dass dies nachhaltig ist und die Inflation damit auch wieder
sich der Zielmarke der Notenbank stärker annähert von etwa 2%, dann wird man im Dezember diesen Schritt gehen, möglicherweise auch vor dem Hintergrund, dass die Finanzmärkte mittlerweile so positioniert sind, zu sagen, mögen Sie doch bitte den Schritt machen, dann haben wir diesen Unsicherheitsfaktor raus. Und was wir dann allerdings erwarten, ist, dass es in 2016 nur einen sehr graduellen Zinserhöhungszyklus gibt, möglicherweise weniger stark, als das bisher noch von den Finanzmärkten unterstellt wird. Schauen wir zuletzt noch auf das Währungspaar Euro-Dollar. Welche Entwicklung erwarten Sie hier vor dem Hintergrund dieser beiden doch konträren Sitzungsprotokolle? Ja, in der Tat würde ich sagen, kurzfristig das Risiko eher auf der Unterseite, gerade in Bezug auf die EZB, was dort nochmal an Expansivmaßnahmen möglicherweise auf den Tisch kommt. Das wird man sich sehr genau anschauen. Das Jahrestief liegt bei knapp 1,05. Davon sind wir nicht mehr weit entfernt. Es könnte durchaus sein, dass wir das mal testen. Für 2016, wenn die geldpolitischen Maßnahmen oder Beschlüsse vom Dezember dann abgearbeitet sind, sowohl von Seiten der EZB als auch von Seiten der US-Notenbank, denken wir eher, dass es ein Umfeld ist, wo sich der Euro auch mal wieder erholen kann. Thomas Amen, dann sage ich vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Sehr gerne. Und auch Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen.